Hallo, also ich und der Jakob und ich und drei andere, wir haben das MapTime Salzburg kürzlich gegründet. Was ist MapTime? MapTime ist so eine Gruppe aus mehreren verschiedenen Meetups, die jetzt generell über Mapping, geografische Informationen und Technologien lauten. Und es gibt mittlerweile 111 Meetups. Und das Ganze hat 2013 angefangen bei der State of the Map in USA. Und die Idee war halt, dass man jetzt wöchentlich oder monatlich ein regelmäßiges Treffen hat, wo man jetzt gemütlich über Karten oder Technologien reden kann. Genau, und wir haben das dann auch gegründet. Und da kann halt jede Stadt einen eigenen Meetup einschreiben. Und wir machen das so, wir haben jetzt alle 2 Monate haben wir Vorträge, die alle möglichen Leute jetzt einreichen können. Und zwischendrin haben wir halt Workshops, einen Stammtisch, wo wir dann beim gemütlichen Austausch weitere Themen behandeln. Genau. Genau. Hier sieht man nochmal einen Überblick, also eigentlich, dass ihr eine Karte seid, über alle Chapters von MapTime. Aber ist auch nicht so wichtig. Also, danke. Genau. Hier, also wir haben unsere Webseite maptime.io/Salzburg. Da haben wir einfach Einträge, was wir in einzelnen Events gemacht haben. Und diese Website, die haben wir auch nicht selber gemacht, sondern die ist von MapTime. Kann man einfach, hat man ein Git-Repository bekommen, kann man da einfach hochcommitten und das wird dann sofort dargestellt. Genau, und wir versuchen eben alle unsere Vorträge aufzuzeichnen. Die haben wir hier auf YouTube und auf diesem TIP-AV-Portal. Das ist einmal die Technische Bibliothek von Hannover, damit es langzeitarchiviert ist, kann man eben jetzt hier angucken. Und ist bis jetzt englischsprachig, aber prinzipiell wollen wir es bilingual machen, also auch deutschsprachig, wer mag, und wir übersetzen dann. Genau. Und genau, wir haben das einfach mal gegründet, um einen Austausch in Salzburg bezüglich Geothemen zu verbessern. Wir wissen noch nicht genau, wo die Reise hingeht. Wir haben jetzt versucht, mal die OpenStreetMap-Community nochmal einzuintegrieren, was ein bisschen schwierig ist, weil es eben doch eine große, also viele, die OpenStreetMap machen, die haben wenig mit diesem klassischen GIS zu tun und das Gleiche, dass typische Geoinformatiker oft mit OpenStreetMap gar nichts zu tun haben. Und da müssen wir jetzt eben noch gucken, ob wir das verbinden oder was wir machen. Und bei der ARGIT haben wir noch ein. Zum Beispiel ist das nächste Event, da soll Jugendmapping-Initiative, die Disaster-Mapper aus Heidelberg und Polymapper aus Milano machen wir einen gemeinsamen Workshop und genau, wir sind einfach immer offen für neue Ideen und Aktionen und genau, wir haben uns bis jetzt einmal in der Firma Trafikon getroffen, die uns da die Räume zur Verfügung gestellt haben. Zweimal waren wir jetzt an der Uni, weil ich da eben recht guten Zugang habe, dass man hingehen können. Aber prinzipiell wollen wir jetzt auch in Zukunft in andere Firmen gehen, damit die Firmen sich auch vorstellen können und dass eben Austausch da ist, wie löst man was und dass eben Know-how vor Ort geteilt werden kann. Genau, also wen es interessiert, maptime.io/Salzburg gibt es alle Informationen und dann wäre es schon soweit. Vielen Dank.